Dann starten wir mal ohne Umschweife. Wir waren ja letztes Mal bei dieser Story um Lila und diese Rosa, dieser Riesenbot. Und dann kamen ja irgendwie noch neue Leute dazu. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen sortieren. Ach genau, das Kapitel war sogar zu Ende. Also die eine, die war eine Klinge. Den kennen wir auch. ところで、次は真と手合わせ願いたいのだが。ですって。どう？私は戦いは好みませんので。あ、そうあん。イーラ最強の男の言葉、ずしりとくるな。それが真実なのかもね。彼、いいえ、彼らの。 Das Spiel hat ja sogar noch so einen DLC, den habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Den müsste man eigentlich hinten dranhängen, wenn wir mit der Story durch sind. Wollte ich mir unbedingt noch angucken. Das heißt auch irgendwie Torna Golden Country oder irgendwie sowas. マルベーニ聖火が面会を希望されています。来てくださいますね。それってどういう、なんで法王様が俺なんかと。法王庁ではアルスとすべてのドライバーとブレイドを管理しています。そして、あなたは天の聖杯のドライバー。その力、
取り込みたいということか。そうではありません。聖火は同じ天の聖杯のドライバーとしてレックス様とお会いしたいと、ただそれだけです。同じってまさか。そうです、聖火はメツのドライバーです。え、そしてレックス様、あなたは今探検を所持していますね。なんで探検のことを。わかります、私には。聖火はその探検の本来の持ち主でもあります。つまり鳳凰様がコールじいさんのドライバーってこと。はい。まさか、だってじいさんは。現鳳凰はアーケディア人だ。ありえん話ではない。アーケディア人は長命ですからね。そうか、だからあの時コールさんは探検の持ち主が世界中へ行く方法を知ってるって言ったのか。いかがですか、マルベーニ聖火への一件はあなたにとっても悪い話ではないはずです。ちょっと待って。怪しいよレックス、話ができすぎてる。光はどう思う、気づいてたんだろ、コールさんに会った時から。ええ、まさか法王様になっているとは思わなかったけど。会いたい。聞きたいことは山ほどあるわ。私が眠りについた後何が起きたのか、そしてなぜあなたが今ここにいるのか。分かった、俺も会いたい。いや、会わなきゃいけないと思うんだ。Warum mussten die Namen ändern? どうされたんですか、こんな時間に。今の季節、雲海の夜は冷えます。風を召されますよ。私はブレイド。風は引かないわ。そうでしたね。失礼いたしました。カスミ、覚えていないのね。お、なぜ私のことをカスミと。私はファンレ・ノルン、マルベーニ聖火のブレイドです。そう、マルベーニの。あ、だ fehlt die Hälfte。ごめんなさい、忘れて。知っている人によく似てたからつい。確かにここは寒いわね。ご忠告に従って部屋に戻るわ。はい、おやすみなさい、光様。おやすみ。Sieht zumindest so aus, als würde von dem Kristall die Hälfte fehlen.Es könnte auch einfach nur dreieckig sein, aber ich glaube das nicht. Ah ja, genau. Ach so, ist so. Hm. So, jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen normal rumlaufen. Oh, man kann nicht runterfallen. Die Flammenbringerfrau. Na gut. Natürlich, wir ruhen uns erstmal aus. Wahrscheinlich geht's vorher sowieso nicht weiter.
Jetzt kann ich auch hier mal mitgucken, weil ich das Hauptspiel jetzt fertig habe. Und wie war's? War gut, ne? Aber du musst das ganz schön gesuchtet haben, ne? Das ist doch noch gar nicht so lange her. Jetzt komm ich dir wahrscheinlich einfach wie ein Noob vor, weil ich kann das Spiel nämlich eigentlich auch nicht wirklich gut. Dafür habe ich die Macht des Levelns auf meiner Seite. Temperantia. So, wo der Spervia hat die Kimona Hackett-Sagio stellt, der Uwasagatta noch die Temitara, ne? Kanari Kawatteva Iruna, Kono Katachi. Judikum, eigentlich nur einmal die Woche. Weil der andere Tag, da zocken wir was anderes. 500年前、俺と光が沈めた国だ。そして、マンイーター発祥の地。マンイーター？どうする？我々の脅威となるなら排除する。が、他の使い方もある。あ、くそ！やってらんねえ！お帰りなさい。随分と荒れてますね。まさか。そっちの守備は問題ない。 Oh, ich komme auf die Englische nicht klar. Das ist echt so. エーテル棒を乱されたわけじゃないんですよね。アーケディアの女ブレイドか。シン、あれは霞だ。間違いない。 Ja, alles Schotten, genau, ja. Alles Schotten. どちらへ? テンペランティアだ。時間を稼ぎたい。天の聖杯はいいの。あの男と結託でもされたら。それはねえな。光はそんなんじゃねえ。むしろ俺たちを導いてくれるさ。閉ざされた世界樹への道は天の聖杯にしか開けん。メツ、紹介から受け取ったものの調整もある。お前たちは沙汰飛行を手伝ってやってくれ。 すごいですね。雲海がまるで山のよう。リベラリタス島諸群です。時節柄、アーケディアはあの雲の尾根の向こう側。迂回するよりは陸路を行った方が早いので、船での移動はここまでになります。アルスセンといえども、あの尾根は越えられないでしょうね。陸路も止む応援といったところか。懐かしいな。うん。 Also wenn ich überlege, wie lange das bei mir beim ersten Durchspielen gedauert hat, bis ich hier war. Das ist kein Vergleich zu dem Tempo, was ich hier im Stream schaffe. Einfach weil ich nicht leveln muss zwischendurch. Ach genau, musstest du eigentlich längere Levelpausen machen?
Also bei mir war es gefühlt einfach so, ja, man schafft dann wieder ein paar Videos und dann kommt wieder irgendein starker Gegner und dann muss man wieder leveln. オネの向こう側まで行けばいいんだよね。はい。そこに包丁の向かいが来ているはずです。了解。さすが兄貴。頼もしいも。何が。ルートによっては危険だろう。手強いモンスターに襲われるかもしれないし。そりゃまあそうじゃが。 Ja, die Sidequests, die bringen auch irgendwie nicht so viel, aber es läppert sich, ne? Iyasaki-mura wa? Iyasaki-mura? Toorimasu ka? Soyu ruto mo aru yo. Sore, watashi, sono ruto de ikitai desu. Mae no me tte kuru na. Itsu ni naku aggressive desu ne. Mokuteki ga kawatte masu mo. Datte, Rex no kokyo, mite mitaku arimasen? Ah. そりゃ確かに見たいかも。まあ、そのルートなら比較的安全だし、悪くないか。どうかな。レックス様にお任せします。よし、じゃあ決まり。準備ができたら出発。って、なんであんたまでここにいるの？スペルビア皇帝代行として堂々する旨を申し出た。何か問題でも？ 当然のことです。天の聖杯を法王庁にお招きする以上、その情報はすべての国に開かれなければなりません。あくまで中立公正な立場でというわけじゃな。はい、そういうわけなの。よろしくね、ニア。牢屋にぶち込まれた身としてはどうにも居心地が悪いんだけど。まあ、そう言わずにお嬢様。 メレフ様と格付き様が同行されるのです。旅の安全は保証されたようなものです。そりゃまあ、そうだろうけどさ。いいじゃないか、ニア。誤解も解けたんだし。この間だって助けてもらったろ。能天気でいいね、あんたは。前向きって言ってくれてんだろ。わかったよ。全部水に流してやろうじゃん。 So, das heißt, wir können Tora rausschmeißen. So, ja. Finch ist zurück. Habe ich schon mal erwähnt, dass Finch der Beste ist? Moin moin. Du, ich habe Finch auch quasi nie benutzt. Also, ich mag ihn halt trotzdem, aber vom Aussehen her. Mein Hallo, er ist halt ein Vogel. Also, kann man den nicht mögen? So, was haben wir denn hier so? Was können wir denn da mal ranhängen hier? Yoshi, yatte yaru ka. Hai, hai, ryōkai. Jetzt hier mal ein Minion-Ding fertig. Fugin and Munin de Kimari dana. Kanarazu seikou shite miseru. Wie, du hast ihn nicht als Vogel wahrgenommen? Hast du ihn dir schon mal angeschaut? Wie kann man den denn nicht als Vogel sehen? Der ist sowas von deutlich ein Vogel. Ja, moin von Krypton. Was auch immer. Ja, okay, gut, er hat keinen Schnabel direkt, er müsste diese Haube aufsetzen, aber die Haube sieht auch schon deutlich nach einem Vogel aus. Dazu diese Füße wie ein Vogel und die Federn. Eindeutig ein Vogel.
Vielleicht ein Hund, der wie ein Vogel aussieht? Ja, okay, das könnte natürlich auch sein. Aber dann wäre es natürlich ein edles Ziel, was man natürlich auch respektieren muss. Ja, stimmt, er zählt nicht als Zielgestalt, da hast du recht. Das Spiel ist japanisch, nicht chinesisch. Aber... Ah, okay, wieder was gelernt. Ich glaube zwar nicht, dass ich mir die Zeichen dafür merken kann. Was ist denn da hinten in der Mitte? Das schauen wir uns doch mal an hier. Da sind die Himmelsspalter zurück. So. Ach ja, die natürlich. Die habe ich schon wieder ganz vergessen. Die habe ich letztes Mal bekommen. Ich weiß nicht, wie lange du nicht geguckt hast, Higo. Wahrscheinlich seit Ewigkeiten nicht. Weil du dich ja nicht spoilern wolltest. Wir müssen, glaube ich, mal Lefteria was machen. Das, sowas brauchen wir in Menschenform und Tierform. So, Tier. Das zählt auch nicht als Tierform, ne? Was haben wir denn so? Ork ist auch keine Tierform. Ja, aber von den billigen haben wir welche. So. Achso, wir brauchen nur eine. Okay. Dann schicken wir hier so einen Premium-Trupp los hier. Und diese komische neue da. Wieder. Telos. Ja. Ah, okay, Guno. Hast du den angepassten Schwierigkeitsgrad mal ausprobiert? Weil ich hatte hier, ich hatte ja den Schwierigkeitsgrad auf irgendwie Gamma, Ultra, was auch immer stehen. Nee, einfach nochmal. Das Coole ist, ich weiß nicht, ob man das erst beim neuen Spiel Plus hat. Wenn du den Schwierigkeitsgrad jetzt auf angepasst einstellst, dann kannst du alles genau einstellen, was du haben möchtest. Und das Coole ist, wenn du das alles auf Anschlag machst, das kann ich dir gleich mal zeigen. Du kannst, also das ganze Kämpfen ist viel, viel schneller. Also, du lädst deine Super-Skills sehr viel schneller auf, die Gegner greifen schneller an, die Gegner haben auch viel, viel mehr HP. Das kannst du aber auch ändern, wenn du keinen Bock mehr hast, ne? Aber im Großen und Ganzen ist das eine echt geile Sache. Ach ne, hier, der hat doch Rock, oder? Dann legen wir den mal kurz ab und nehmen mal ihn so lange. Muss das doch passen. Damit macht das Kämpfen viel mehr Spaß. Wahrscheinlich kommen wir jetzt hier wieder hoch, ne? Ja, natürlich. Klar. Easy peasy, ne? Also der angepasste Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich, die Entdeckung des Spiels. Für mich. Ich habe den DLC angefangen, das Kampfsystem ist da auch viel schneller als vorher, aber ich habe zum letzten Drittel eigentlich nur noch mit Mitra gespielt, weil ich bei der einfach die Fähigkeiten spammen konnte. Ja, das, also irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Schwierigkeitsgrad lag, ich weiß ja auch nicht genau, was ich da, was ist denn das eigentlich für ein Viech da oben? 45, den könnte man schon da runterholen, ne? Ist aber auch nichts Besonderes. Ja, ich. Also bei mir war das. Also die Fähigkeiten spammen konnte ich irgendwie nie. Also auch bei Mythra nicht. Dafür waren die Angriffe viel zu langsam. Und dazu hatte ich halt das Problem, dass. Ich muss vielleicht mal gucken, wo ich überhaupt hin muss, ne? Dazu hatte ich halt das Problem, dass die. Meistens die Heiler so schlecht gespielt haben,
dass ich eigentlich immer Heiler spielen musste, um die Gruppe irgendwie am Leben zu halten. So, die haben halt immer auf die Klinge gewechselt, die halt am schlechtesten heilen. Und immer im falschen Augenblick. Also mich hat das teilweise echt zum Wahnsinn gebracht. Also die haben halt so schlecht gespielt, die Heiler, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, so wenn ich möchte, dass die Gruppe geheilt wird, dann werde ich das wohl selbst machen müssen. Bei einem Anschlussangriff war es fast immer der Fall. Okay. Ich sag ja, wahrscheinlich bin ich total der Noob, weil ich mich gar nicht so intensiv mit dem Spiel befassen konnte, wollte, wie auch immer. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte irgendwann auch einfach keine Lust mehr. Also ich wollte es irgendwann auch einfach nur noch durchhaben und habe dann vom DLC diesen Autokampf-Modus benutzt, dass man die Kämpfe nicht mehr selber machen muss. Aber das hat natürlich auch wieder einigen Frust ausgelöst hier und da, weil manche von den Kämpfen wären eigentlich nicht so schwer gewesen, aber die Computerspieler, die KI, die hat sich einfach immer so scheiße hingestellt. Ach ja, genau, ich wollte ja das mit dem Kämpfen mal eben zeigen. Das ist, guck mal, eins ist schon voll. Drei ist voll. Ne, du kannst halt so schnell die Fähigkeiten rausblasen. Noch mal mehr B drücken. Also die ganze Zeit oder wie? Ach so, das meinst du? Ja, das ist im DLC dabei. Das kannst du ausstellen. Weil ich eine faule Sau bin. Okay, es gibt eigentlich noch einen anderen Grund dafür. Nee, das mit dem Timing ist nicht das Problem, aber im Gegensatz zu Musikspielen kannst du hier keinen Delay einstellen im Spiel. Und das mit dem Delay ist mit TV-Karte durchaus ein Thema. Die Switch läuft halt immer über die Capture-Card und da hast du immer so eine kleine Verzögerung drin. Und diese Ringe sind sowieso immer nur ganz kurz im Bild. Also es ist nicht unmachbar, aber es ist halt... Also muss wirklich schnell sein, ne? Und Also da bin ich dann auch einfach zu gemütlich für. Das gebe ich auch einfach gerne zu. Also Taiko no Tatsujin, das habe ich mir zum Beispiel auch geholt, das ist ein Musikspiel. Das kann ich auch hier über Capture Card spielen. Ich habe halt auch, bevor ich vorhin den Stream gestartet habe, auch nochmal eine Runde gespielt. Aber ich habe halt schon gemerkt, im Handheld-Modus, da passt das mit den Noten viel, viel besser als jetzt hier. Aber es kommt auch ein bisschen auf den Monitor drauf an. Ich habe halt auch gemerkt, ja, also ein bisschen merkt man den Delay auch. Aber bei Crash Bandicoot, das liegt einfach daran, dass das Spiel einfach hinterherhängt. Das hängt auch hinterher, wenn du normal spielst. Das hast du ja zwischendurch am Fernseher auch gemerkt. Das hängt ja auch hinterher. Also, das so ein,
Das bei Crash Bandicoot, das liegt auch einfach ein bisschen am Spiel. Aber so einen kleinen Delay hast du halt schon. Also ich würde sagen, so, naja, so 5 bis 10 ms hast du da schon. Und gerade wenn es jetzt auf schnelle Reaktionen ankommt, vielleicht hast du sogar ein bisschen mehr und dann, ja, schon wird's unangenehm, ne? ここは小型のアルスが集まった群島だからね。アルスとアルスとを結ぶ力場がトンネルを作ってるんだ。雲の山脈の中心には大型のアルスもおるんじゃよ。もとも、そっちは雲海の中じゃから、人が住むには適さんがの。大きなアルスと、その周りを回る小さなアルスがここの特徴なんだ。 ちょっと外に出た方がいいもん。部屋に引きこもってめかいじりばかりじゃ健康に悪いもん。今はこうして兄貴たちと冒険してるもん。引きこもりとかオレンジ警備員じゃないもん。そうだな、今のトラは立派なドライバーだもんな。もうさすが兄貴、よくわかってるもん。 Vielleicht haben wir nicht dafür gebraucht, aber die Nopons finde ich einfach klasse. Ja, die sind schon witzig. Ach, ich wollte dir noch was zeigen. Achte mal darauf, wie schnell der Kampf geht. Also um die Tragweite dieser Option mal zu demonstrieren. Du kannst hier irgendwo, warte mal, wo war das? Maximale KP der Gegner. Wenn du das mal runterstellst. Du kannst halt, wenn du den angepassten Schwierigkeitsgrad hast, ich bin mir echt nicht sicher, ab wann man den wählen kann. Ob das wirklich erst, wenn du einmal das Spiel durch hattest, ob das geht. Aber man sieht halt, wie schnell der Gegner angreifen kann, wie stark der Gegner ist, wie viel AP der Gegner hat. Aber das, was wirklich was bringt, sind diese Dinger hier. Anstieg der... Ah, okay. Aber das bringt halt richtig viel. Also Gruppenleiste, Aufladung der Spezialtechniken, KP-Heilung. Wenn du die hochdrehst, dann macht das Spiel einfach auch viel mehr Spaß. Weil du bist offensiv einfach viel agiler. Du kannst halt wirklich auch mal die Skills benutzen. Ich hatte halt das Problem, ich konnte halt immer nur, ja super, jetzt habe ich zwei Skills benutzt, jetzt musste ich erstmal Auto-Attack machen. Aber jetzt habe ich ja theoretisch schon wieder ein Special. Ne? Okay, es geht vielleicht eine kleine Nummer zu schnell, aber dafür ist wenigstens ein bisschen Action im Bild und die Kämpfe dauern nicht so lange. Die dauern teilweise wirklich lange. Ja, zum Stream auf jeden Fall, ne? Weil ich finde, wir müssen uns halt nicht unnötig lange mit diesen langen Kämpfen aufhalten. Dazu dieses Durcheinandergebrülle immer, das ist ja auch auf Dauer nervig. Genau, warum spiele ich eigentlich wieder mit dem? Beim Stream macht man es halt... Ja, aber ich hab's ja verstanden, was du meintest. Also, ups. Ja, es ist halt... Ich wollte das Spiel unbedingt nochmal spielen. Und gerade weil halt auch einige das nicht kannten. Also einige Bekannte von mir kannten das Spiel halt auch nicht. Und bevor man dann sagt, ja, guck dir, was weiß ich, von YouTuber XY mal das Let's Play an, dann würde ich sagen, komm,
spielen wir es doch mal. Warum denn nicht? Müssen wir das Viech da erstmal wegmachen hier? Er hätte uns wahrscheinlich angreifen sollen, aber... wir sind zu hoch, der greift uns nicht mehr an. Aber merkst du, was der an Schaden macht? Aber guck mal, was wir auch an Heilung haben. Aber die ganzen Werte sind extremer. Aber das, finde ich, macht das Spiel ein bisschen dynamischer. Okay, das war jetzt offiziell eine Pleite. So, und warum hat Morak eigentlich so wenig Klingen? Das ist irgendwie shit. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir Morak noch eine Klinge holen können. Oh, wir brauchen Wasser. Wieso? Es ist doch gebalanced. Die ganzen Balken sind rechts. Nein, gebalanced ist das überhaupt nicht. Ich laufe mit Level 70 durch das 34er Gebiet. Wo ist denn das gebalanced? Natürlich ist das 0 gebalanced. Aber gebalanced ist auch langweilig, wenn ich da Ewigkeiten an den Kämpfen sitze. Ich meine, ich könnte auch die HP runtersetzen, dann kann ich mir das ganze Thema mit den Angriffspunkten aufsparen. Mach mal ein kleines bisschen leiser. Ja, ich denk mir halt so aus Sicht von, als Stream-Zuschauer, da würde ich das, glaube ich, auch gut finden, wenn die Kämpfe nicht unbedingt immer aufs Maximum gestreckt sind. Ja, also vor allem beim ersten würde ich das niemandem raten. Macht das bloß nicht, wenn ihr den ersten Walkthrough macht, dann auf die Art und Weise loszulegen. Ja, das ist shit. Dafür muss man schon mal die Schmerzen durchlitten haben, die ein normaler Walkthrough so hat. Warum hat er jetzt eigentlich hier das Schild? Das ist doch scheiße. Siehst du, das meine ich. Ich hab halt schon noch gedrückt, aber es war leider zu spät. Weil es wirklich so kurz im Bild war. Ja, welche Orbs meinst du? So, mal Selbstzerstörungssiegel casten. Ach so, die meinst du? Ja, ja, cool, aber eben war es nicht da, deswegen hat mich das ein bisschen irritiert. Weil ich vergesse das auch immer wieder. Obrona hat die Fähigkeit, also dass man am Ende der... Warum benutze ich jetzt eigentlich schon wieder den falschen? Also, das liegt an Obrona, dass das geht. Du kannst Obrona wieder wecken und sie dann nochmal benutzen.
Los, Overdamage, go, go, go. Der Umschwung von Kampf auf normal. Wieso? Ist doch fast die gleiche Musik. Ist wieder so ein Getreller. Eigentlich müssten wir ja da weiter, ne? Das Ziel bringt uns auch dahin, da müssen wir mal gucken. Also hier ging es nicht weiter, aber es sieht ja aus, als wäre da eine Höhle. Also muss man da ja irgendwie hinkommen. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht ist hier irgendwas drin. Titanreflexzentrum. So nennt sich Schalter. Klar. Gut, ich werde nicht nach Realismus fragen in diesem Spiel. Das ist von vorn bis hinten ein bisschen unrealistisch. Endlos im Spiel habe ich mit einer Angriffskette und sogar 4 Millionen Schaden besiegt. Boah, also ich bin nicht mal ansatzweise in die Richtung von 4 Millionen Schaden gekommen. Ich glaube, das höchste, was ich hatte, waren 500.000 oder so. Welches Level hattest du eigentlich am Ende? Also ich habe wirklich keine einzige Angriffskette in der Stärke geschafft. Also. Was bringt das jetzt? Achso, Wartezeit verkürzen. Ja, wobei es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie gut man trifft, dann wogegen ist der Gegner empfindlich, hat man strategisch gute Klingenverteilung. Ach genau, wir wollten ja Klingen gucken. Weil es wäre schon irgendwie sinnvoll, wenn Morak vielleicht nochmal die ein oder andere Klinge mehr hätte. Also zwei Klingen ist zu wenig. Ich wollte auch meinen, ich hab ihr doch welche gegeben. Ja, hier... Percival hat sie. Was hat sie denn noch hier? Okay, Godfrey hat sie. Newt hat sie noch. Newt finde ich vom Stil her auch ziemlich cool. Das geht mit den Elementen, wenn du mindestens 4 Elemente auf die Gegner packst und sie dann kommt. Ah, okay. Wie funktioniert das denn mit den Elementbrüchen? Weil, ich hab halt. Gar nicht, also mir war gar nicht bewusst, dass ich da was dran ändern kann, wie viele Siegel da drauf liegen. Wenn du mir das erklärst, habe ich heute was Wichtiges gelernt. Weil mir ging es in dem Spiel wirklich bis zur letzten Stunde so, dass ich immer noch was gelernt habe. Also ich finde, dass das Spiel ist wahnsinnig komplex. Ah, hier, Newt. Newt ist cool. Ich muss mal kurz Newt zeigen und warum ich Newt so cool finde. Einmal Aufstellung ändern auf Morak. So. So, einmal Klingenwechsel. So, Newt. Sieht halt relativ normal aus, hat aber halt nochmal so fliegende Arme. Und ich finde, die passt super zu Morak. Einfach vom Auftreten her. Die passen so gut zusammen. Deswegen habe ich die beim letzten Spiel noch aufeinander gepackt. So, einmal wechseln. So, wir haben einige der Klinge. Ja, einige, die kriegst du auch beim ersten Durchspielen nicht. Ich habe mir auch ganz am Anfang mal eine Liste angeschaut und es gibt welche, die kriegst du halt irgendwie nicht beim ersten Durchspielen. Zum Beispiel Obrona. Die kriegst du irgendwie erst, wenn du das zweite Mal spielst. Hier.
Also da gibt's so ein paar, die kriegst du nicht einfach so. Aber wir können eigentlich bei der Gelegenheit direkt nochmal gucken, ob wir vielleicht schon wieder einen neuen Trigger ausgelöst haben. Wir sind ja jetzt mittlerweile also es gibt ja auch irgendwie Anforderungen, dass manche Klingen erst bei, was weiß ich, Mut 8 oder so kommen. Ich habe nur jetzt gerade nicht so die Muße gehabt, mich damit zu intensiv zu befassen. Aber das möchte ich definitiv noch machen. Ich würde eigentlich gerne im Let's Play noch am Ende, dass wir alle Klingen haben, dass man einmal ein richtig fettes Mega-Safe-Game hat. Die Chance ist da, dass es eine seltene ist. Es ist keine selten. Naja, dann halt nicht. Aber den Versuch, den muss man immer wieder mal, auf den muss man es immer wieder mal anlegen. So, nein. So, haben wir noch Nia. Nein. Das Brechen der Siegel haben wir ja eben gemacht. Guck mal, kastest ein Siegel auf den Gegner immer, wenn du einen Klingenkombos bis Stufe 3 durchbringst. Der opfert dann immer das Element des letzten Angriffs. Ach so, das meinst du, das Selbstzerstörungssiegel, das eben. Das ist quasi der rote Orb gewesen. Wenn man den bricht, dann kriegt man ja diesen 200% Bonus. Und wenn man das absichtlich mehrmals übereinander legt, dann kann man die ganzen Orbs hinterher brechen. Und dadurch holt man noch mehr Prozentbonus. Okay, gut, jetzt, ich glaube, ich habe es verstanden. Leider ist es nur eine Standardklinge, aber wenn es eine seltene Klinge in dem Style gäbe, fände ich es cool. So, einmal noch Rex. Das Brechen der Siegel haben wir ja eben auch gemacht. Da habe ich auch gemerkt, dass es was bringt und dass die schwachen Elemente, also dass immer, wenn man das starke Element dem gegenüber benutzt, dass es dann schneller geht. Also soweit habe ich das gesehen. Ja, okay, das dachte ich mir schon. Ich habe auch ganz am Ende mit der Endform immer gespielt. Akatsuki. Naja, gut. Naja, aber wir greifen ja ein bisschen vorweg gerade. Und eigentlich wollen wir es ja auch ruhig angehen lassen. Das heißt, wir müssen ja eigentlich auch mal ein bisschen entspannter hier durchstapfen. Der Grund, warum ich das neue Spiel Plus machen wollte, war ja eigentlich auch, damit man nicht leveln muss, damit man nicht viel kämpfen muss, damit man die Story schneller abhandeln kann und sich wirklich mal das Spiel ein bisschen genießen kann, ohne die ganze Zeit irgendwie farmen zu müssen. Oh, Ackerbaukunde plus 5. Reiche Beute, würde ich sagen. So, hier vorne ist ein Harmoniegespräch. Das nehmen wir gleich mal mit. なんだか不思議ですね。こんなにも見た目が違うのに、花ちゃんは花ちゃんだなんて。
確かに不思議な感覚も。実はトラもそう思う時があるの。トラ君が作ったのにですか？その通りも。一気に成長しすぎも。じゃあモード名で呼べばいいと思いますも。それは妙案も。モード名って何ですか？花の小さい姿はジェットスパークモードというのが正式名称も。へえ、そうだったんですね。そして今の姿はジャスティスナイトモードですも。かっこいい名前。この姿の時はジャスティスナイト花ちゃんと呼んでほしいですも。ジャスティスナイト花ちゃん。ジャスティスナイト花。間違いなくまどろっこしいも。よく考えたら呼び分けるのが面倒すぎるも。そうですね。ja, ja, Cutie, das habe ich auch, das habe ich auch so beim ersten Mal übersehen. またかっこいい名前ですね。強そうですもん。スペルビアの温泉に左足から入るか右足から入るか悩んでる時にふと思いついた名前も。由来は大したことないですもん。それで花ちゃんはどんな風に変身するんですか？見ても。見て。名前を決めただけで内容はこれから考えるもん。からアイディアを貯めていれば完成形はあるとき急にモモモーと湧き上がってくるものも。発明家とはそういうものも。本当にそういうものですも。ひらめいたらトラの家に戻ってパワーアップしてあげるから信じて待つも。わかりましたも。あまり期待せずに待ちますも。全然信じてないも。姿が変わってもやっぱり花ちゃんは花ちゃんですね。Hast du eigentlich die dritte Form von Poppy schon gesehen? Also ich jetzt noch nicht, aber ich war mir auch nicht so ganz sicher, ob man dafür jetzt das Also ich weiß ja, dass manche Sachen das neue Spiel Plus voraussetzen und ich war mir nicht so ganz sicher, ob das dazugehört. Du mal auf die Insel da vorne. Ah, okay. Ja, man musste da irgendeine Sidefest für machen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber die würde ich auf jeden Fall in diesem Durchlauf auch gerne machen. Hehehehe
Nee, die kenne ich noch nicht. Ich war ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich das Spiel irgendwann mal zur Seite legen konnte. Also gerade die letzten, sag ich mal, 10, 15 Stunden habe ich eigentlich sehr eilig versucht, irgendwie das Spiel endlich abzuschließen. Ich komme ja auch sonst nicht wirklich dazu, hier zu spielen, und das hat sich, also ich hab um das Spiel, also um diese, wie viele Spielstunden waren es, 70 Spielstunden zu schaffen, habe ich irgendwie, ich glaube, fast ein Jahr gebraucht. Da war ich irgendwann auch einfach ungeduldig. Also. ああやって雲海の泳ぎ方を覚えるんだ。ベックスもやってたんですか？もちろん。サルベージャーになった時すごく役に立ったよ。私は苦手だな。水とは違う、あの的割りつく感覚がさ。高いところも苦手ですからね。飛び込みやってればすぐ慣れるさ。なんなら今ここでやってみる？ちょ、何すんだ？クールな！ もうレックス、ニアをからかうんじゃありません。へいへい。ったく、相変わらずガキなんだ。報告より多いな。 駆動系は我が国のものに置き換えました。制御系はどれも胴体保存されておりますので、事実を要さず数を揃えられるかと。グーラで疲弊した我が国の数的劣勢、ようやく覆せるか。は。安定性に問題はないのだな。3ヶ月前の爆発事故、二度はないぞ。 アルスの体液に安定剤を注入しましたので、通常運用に支障はありません。加えて、抗体部は特殊鋼で覆ってあります。敵弾の直撃にも長時間耐えられるものです。万が一誘爆したとしても、そこが敵地ならば。死なばもろともか。搭乗員の脱出装置は設けてあります。棺桶。150 Stunden! Das ist 150. Aber du hast eben nachgeguckt und ich habe keinen Pop-up gekriegt. Kannst mich ruhig adden. では、どのような。マギーターはより強固なブレードを生み出す目的で作られたというが、果たしてそうだったのか。わしはこの技術が人が生き延びるためのあがきのように思えてならぬ。まるで自分たちを見ているようでな。それがスカンのだ。わしはアーケディアへ向かう。 Ja, der Command ist praktisch, ne? Habe ich auch für YouTube und für Discord. Ah, Freundesanfrage. Weiß gar nicht, bei Steam fehlt mir das, glaube ich, noch. Ich brauche noch eine Verlinkung auf mein Steam-Profil. Interessant, dass immer der letzte, also wenn man einen neuen Ring freigeschaltet hat, dass immer das letzte Icon einen Moment lang noch als Schloss bleibt.
度とやらせる。Aber bei 150 Stunden, da wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also da ist dann auch irgendwie klar, dass du da irgendwie wesentlich weiter gekommen bist als ich. Wir schicken jetzt mal ein paar Seltene los, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, labert alle durcheinander, das ist super. Hör mal, die Schattenmarionetten. Shadow Puppets. Ayatsuru no wa watashi yo. Rusu no aida, me utsuri. So, okay. Und die nächste Quest. Rabenschutz. Finch, das schreit doch nach Finch. Ah ne, eine Person fehlt noch. Hier. Cressidus kommt auch dazu. Achso, ja, das ist möglich, aber ich muss auch sagen, ich habe erst beim neuen Spiel Plus einige neue Klingen bekommen. Also, so ein paar davon, die, das ist wirklich, du läufst 3 Meter und hast die nächste Sequenz, ne? Es ist jetzt in diesem Abschnitt, ist es wirklich schlimm. Ja, aber, das ist aber wirklich so. Also, ich hab jetzt nicht so drauf geachtet, aber erst in diesem Spieldurchlauf habe ich schon einige neue Klingen bekommen. Ja, ich hab's angefangen, weil ich das streamen wollte. Wieso ist unwichtig? Ja. Gut, dass die Bilder super klein sind gerade. Also man erkennt wirklich nichts. Achso, man erkennt sowieso nichts. Hier, man sieht, die Symbole sind ganz, ganz winzig. Dass ich nicht in Versuchung komme, mir jetzt Poppy vor anzugucken, bevor ich sie freigeschaltet habe. Aber ich guck gerade mal so grob in die Liste. Boah, fehlen noch so einige. Und viele davon sind durch Zufall. Ja, ich guck hier gerade mal, gibt's einen Herald? Den man bekommen hat, da braucht man Erdelement und Superkräfte auf 5 jeweils. So als Beispiel. Und sonst ist extrem viel random. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall Klingen auslösen. Also jede Menge Klingen machen. Den hast du sogar, cool. Also musst du ja. Ja, okay, gut, bei 150 Stunden hast du wahrscheinlich deine Klingen auch gut ausgestattet. Also ich hing halt kurz vorm Spielende. Naja, den klingt schon sehr männlich halt, Herald, ne? Aber ich hab ja so eine Liste gerade angeguckt, da stand das drin. Da stand drin, wo man hin muss und dass man halt Superkräfte und Erdelement auf 5 braucht jeweils. Das habe ich im Moment sowieso nicht. Ich glaube, ich habe Wulfric noch nicht. Weil man den erst über die Story freischalten muss. Ja, den habe ich noch nicht bekommen, weil man muss ein... Der heißt irgendwie Mächtiger oder sowas. Das ist so ein spezieller Kernkristall, den kriegt man im Laufe von irgendeiner Sidequest oder so. Oder einer Hauptquest. Auf jeden Fall ist das eine Story-Klinge. Die habe ich nicht.
Hallo, Pneuma. Aber wenn wir random wir können ja einfach mal ein paar von den nichtssagenden Klingen raushauen. Ja, so Wulfric, den kriegt, den, ich weiß nicht, den hatte ich letztes Mal auch. Aber ja, es gibt auch nur zwei Klingen, die Superkräfte haben. Das ist ja auch nur Poppy und Wulfric, ne? Also Alternativen hast du ja nicht. Das Blöde ist, ich will ungern abkürzen, weil wenn es eine seltene ist, dann will ich nicht den Super-Auftritt irgendwie kürzer machen. Das wäre schade. Dich habe ich jetzt in mein Herz geschlossen. Das oh, danke für den Follow. Bin gerade nicht so sicher. Mach mal ein Harmoniegespräch so lange. Ach so. Ach, guck mal. Okay, da... Java-Update verfügbar. Updatet euer Java. Wenn wir schon mal dabei sind. Okay, gut, da können wir jetzt gerade noch nicht viel machen. Okay, bevor wir nicht wieder alle gemeinsam haben, lohnt es sich nicht weiter zu gucken. Ach, Herald hat auch Superkräfte. Ja gut, die brauchst du dann ja nicht mehr, weil dann hast du ja schon mindestens Superkräfte 5 erreicht. Also, da gibt's ja nichts mehr, was dich auffällt. Das würde ich auch gerne wissen. Wo kann ich dir nochmal angucken? Na gut, ich habe jetzt einfach nur ins Blaue geraten. Mir sind halt keine anderen Klingen mehr eingefallen, die das haben. Ja, also das ist ja das Schöne. Es gibt ja so viele Klingen. Ja, wir werden auf jeden Fall in diesem Walkthrough werden wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge Klingen sammeln und ein bisschen leveln. Ich habe bei Leveln, bei Spielen wie diesem hier, keinen Sinn für Ethik mehr. Also da werden einfach die KP runtergedreht und dann wird einfach weggemetzelt. Jetzt wo ich weiß, dass das geht, werde ich das auch ausnutzen. Dann ist das auch nicht so langweilig. Dann fetzt man da halt ein bisschen durch die Gegner durch. Und dann levelt man recht geschwind. Muss ich mal gucken. Also du hast gesagt, warte mal, wo war das? Im Menü unter Galerie. Bei System oder? Oh, das war die falsche Taste. Im Menü unter Galerie. Ach so, im Hauptmenü. Mal kurz reinschauen. Ich speichere mal. Okay, dann heißt das, jetzt müssten wir... Kann man irgendwie hier... Von hier aus kommt man nicht raus, ne? Also müsst ihr einmal das Spiel neu starten.
So, ach, Zwischensequenzen? Oder? Aha, Klingenmission resonieren. Ah, das ist ja cool. Das wusste ich noch nicht. Ach so, und das sind die generischen Dinger. Ach, du kannst sogar die Elemente durchschalten, Gesichtstypen durchschalten und die Dingens hier, die Stimmen. Ja gut, das wird halt aus so einem bestimmten Set einfach zusammen generiert. Das ist klar, das ist ja alles generisch, der Shit. Aber, Hünenklinge, ah ja, okay. Das dachte ich mir schon, so viele verschiedene gibt's da halt auch gar nicht, ne? Also, die hat ja auch nur so ein paar Kopftypen und die, ja. Dann schauen wir uns nochmal Shiba an und dann machen wir weiter. Die fand ich ganz cool. Geldgeile Schlampe, das ist so schlimm. Die Frau war so teuer. Also hast du sie schon bekommen. Also ich habe, das ist eine, die ich erst im zweiten Durchlauf bekommen habe. Und ich finde das einfach so witzig, wie einfach bei allen so Vertrauen und so, ne? Also bei allen muss man Vertrauen erhöhen und bei ihr einfach Geld. Geld, 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 Geld. Aber es gibt wohl auch so, wo wir gerade bei Pyra sind. Ja, Korra ist auch toll. Also, das richtet sich bei mir, also die, so welche Klinge ich am liebsten mag, das richtet sich bei mir ein bisschen danach, so fürs Kämpfen oder eher so vom Aussehen her. Weil ich finde die hier, die erinnert mich einfach so an Hyper Dimension Neptunia. Ich weiß auch nicht. Also die ist halt irgendwie so ein typisches Anime-Klischee. Ne? Aber ich finde sie irgendwie vom Stil her cool. Dann die hier ist auch cool. Ja, Mythra ist ganz klar, also finde ich auch so vom Kampf her wirklich das Beste, was du kriegst, ne? Aber so die hier vom Style her gefällt mir die hier zum Beispiel auch ganz gut. Neem war auch nicht schlecht, da. Und ansonsten, welche haben wir noch? Ja, Finch ist sowieso der Beste, ne? Weil er ein Vogel ist. Ah, Sami ist toll. Ich weiß gar nicht, was du hast. Vor allem diese schöne, also das ist halt, ich habe ja diese eine Asami-Quest gemacht, die unten am Dingens, was war denn das jetzt? 81 Nachrichten wurden gelöscht, da war Nightbot ein bisschen übereifrig. Ich hab was mit Punkten geschrieben. Ja, dafür, ich hab ja die Texte gesehen. Ich hab die auf S+. Achso, Nia. Achso, ja, natürlich. Hab ich gar nicht so dran gedacht, ja. Die hab ich auch später ganz gern benutzt, aber. Naja. Ich hab aber Nia immer noch als liebst. Also. Als liebstes so als Klingenmeisterin gespielt. Aber das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich habe eigentlich lieber Nia gespielt, weil die Heilung dann in meiner Hand ist und dann habe ich ein bisschen mehr Kontrolle, dass die Gruppe überlebt.
Ja, genau das ist es. Aber wir sollten nicht weiter spoilern, weil das ist im Spiel noch lange nicht passiert. Es gibt vielleicht Leute, die haben das Spiel noch nicht durchgespielt. Und wissen noch nicht, wo es hingeht. Ja, Rex kann sie benutzen, aber der kann ja nicht alles machen. Ne? Also, wenn du jetzt dafür spoilern musst, dann lass es lieber erstmal aus. Nicht, dass du jetzt hier irgendwelche Sachen auspackst, die irgendwie erst sehr spät in der Story drankommen. Weil ich möchte nicht den Leuten, die das vielleicht noch nicht durchgespielt haben, jetzt irgendwie die ganze Spannung versauen. Das ist gut. じゃあ、そろそろ行くよ。じゃあね、兄ちゃん。気をつけてね。じいさんも無駄に口が悪いの。お世話になりました。あんた、何があったのか知らないけど、何でもかんでも背負い込むんじゃないよ。レックスは強い子だ。困った時は、まとめて全部肩代わりさせちまいな。はい。 Thank you.
wir brauchen noch echt noch mal. Irgendwie will ich noch mal eine seltene Klinge. Okay, also wir wissen ja, wir können auch mal abgekürzt machen. Zur Not guckt man sie sich später noch mal an. Nein, will ich nicht. Ja, irgendwie will's gerade nicht so richtig, ne? Naja. Ich werde es immer wieder mal versuchen. Genau. Wie sieht's denn mit den Söldnern aus? Okay, die brauchen noch eine halbe Stunde. Das hat mich immer ziemlich gestört. Ah, hier wieder. Was für die Söldner. Ja, ja, ist ja gut. Ihr habt Arbeit für die Söldner. Super. Müsstest dir Cassandra holen können, die sehe ich noch nicht. Nee, stimmt, die habe ich auch noch nicht. Sagt mir jetzt auch vom Namen her nichts. Wo kriege ich die denn her? dann gute Nacht vom Krypton, ne? Bis zum nächsten Mal. Die Musik ist sehr entspannt, finde ich auch. Wobei ich auch sagen muss, dieser Soundtrack, der ist okay, aber... Er ist gut, aber nicht so super. Also, man ist einfach von, sag ich mal, von Final Fantasy und so irgendwie nochmal ein bisschen was anderes gewöhnt. Okay, das können wir ja mal machen. Also, more are thine. Wir haben ja im Moment auch ein bisschen Taschengeld da. Dann machen wir das doch mal. More are thine. So, wo müssen wir denn hin? Das ist ein bisschen weitläufiger. Und welche Informationen muss ich kaufen? Die Info kriegst du aber in Argentum AG. Okay, gut. Wir können ja einfach mal ein paar Infos kaufen. Also Argentum AG. Ich hab ja extra reingetaggt. Auf dem Flugdeck. Na, egal. Das laufe ich zu Fuß. Ich habe ja extra geschrieben, Backseat Gaming erlaubt. Ich finde das sogar ganz toll. Also wenn du mir irgendwie anleiten möchtest, wo es irgendwas zu finden gibt, dann, also ich nehme die Quests einfach erstmal alle an. Also, ach, ist hier nicht auch, hier war doch irgendwie auch eine, die hier rumstand, wo man Frauengespräche oder Mädchengespräche auf irgendwie mindestens was auch immer hochkriegen musste. Und das hatte ich beim ersten Durchspielen nicht. Ich habe es nie geschafft, dass das so hoch geht dann. Und mit Shiba habe ich jetzt ja sowieso noch mal ein Plus bekommen. Okay, auf dem Flugdeck. Das kommt wahrscheinlich erst später. Oh, hier ist ein Harmoniegespräch. Für wen denn? Gucken. この辺りでしか取れない高級食材だ。いい味をしているぞ。このモンスターのような魚を食べるのですか？見た目はあれですけど、本当に美味しいらしいですよ。せっかくなので、何か料理を作りたいんですけど、
調理法、メレフさん、ご存知なら教えてくれませんか？ あ、心配するな。ではまずは魚をさばきましょうか。え、どうしました？さばくって捕虜か。そうですよ、このままじゃ料理できませんから。わかった、何事も挑戦だ。やってみよう。メルフ様頑張ってください。 何でしょう。こいつの頭を押さえてくれ。え、私はちょっと頼むの。大赦の際にこっちを見られるのは頼む。ごしょうだ。こいつの目を見せないようにしてくれ。わかりました。たかが魚ごときに遅れを取るわけにはいきません。 Ja, schön pulverisiert. So, dann weiter. Also, Flugdeck hast du gesagt, ne? Ist das hier schon? Kann man eigentlich durchs Feuer laufen? Ja, kann man. Ich brauch Geld. So, ja, wo ich das gerade gesehen habe, wo ich auch sagen muss, da bin ich noch sträflich nachlässig, was auch die Hilfskerne angeht. Also da habe ich viel zu wenig gemacht. Aber gut, hier zum Hilfskern. Ich habe dann zwischendurch welche verteilt und dann war das irgendwie wieder scheiße und dann habe ich es irgendwie. Das war am Anfang, also hier sieht man es nochmal, wir sind bei 99 Stunden jetzt. Also. Ja. So, vor allem, die sind zum Teil bringen die ja auch wirklich was, ne? Aber irgendwie zum Teil halt auch gar nicht. Und dann habe ich am Anfang gedacht, so ja, Hilfskerne voll geil. Und dann habe ich eine Weile da immer geguckt, was man da so machen kann. Und hab dann gedacht, so ja gut, okay, jetzt bin ich ja ganz am Anfang des Spiels. Das lohnt sich wahrscheinlich jetzt auch gar nicht. Und dann habe ich es irgendwie bis zum Ende nie wieder gemacht. Irgendwann zum Ende habe ich die dann doch mal ordentlich gedacht. Ja, die bringen auch was, aber man muss erst mal ein bisschen spielen, weil so ganz am Anfang des Spiels bringt das noch nichts. Der Effekt ist so wenig. Ah, ist das diese Quest hier? Ach so, ich dachte, du meinst, die Quest wäre hier. Oh, ich glaube, die habe ich schon fertig, die Quest. Ach nee, ich muss wieder was herstellen. Oh, diese Dinger hasse ich, ja.
Gut, gebratener Reis, ich glaube, den kann man auch irgendwo kaufen. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche schlauen Webseiten, die einem dann sagen, wo man da hingehen kann. Keine Quest. Okay, ich soll eine Info kaufen. Wenn man wenigstens wüsste, das ist halt auch so eine Sache, ich weiß halt immer nicht, bringt mir das denn was? Tugenden und Klingen. Was? Diese hier? Der Vielfraß-Molly. Ja, aber was bringt mir denn diese Quests eigentlich? Kampf. Ich meine, ich habe ja das Geld jetzt gerade. Ich kann mir ja. Ach so, das ist einfach nur. Okay, wenn du Feinde von hinten angreifst, steckt dich drin. Ach so, ja, ich bin dumm. Ja. Kernkristalljäger. Wollen wir da mal gucken? Ja, hat Leute mit vielen Kernkristallen Torigord angegriffen. Tugenden und Klingen. Je höher deine Tugenden, desto eher erwächst du starke Klingen. Ah, okay. Das. Ja, das ist halt auch so das Ding. Ich habe halt beim ersten Durchspielen irgendwie gefühlt immer mit Geld knapsen müssen. Und dann wollte ich nicht ins Blaue raus einfach irgendwelche Sachen kaufen. Vor allem, das war mir nicht so ganz bewusst. Ja gut, manche Dinger sind auch einfach unnötig. Also ich kann mir vorstellen, dass was Vorsicht beim Erkunden schon wieder ist. Also Inventar, da kann man doch bestimmt hier auch irgendwie so nach. Ah, Informationen. So, wir haben Vielfraß Morlin, das hattest du gesagt, ne? Wurde im Meer beim Ödland von Chansak. Wo ist denn Ödland von Chansak? Mehr beim Ödland? Moradain, okay. Ach nee, Palast ist falsch. Untere Ebene. Ach so, dann kann das Ödland ja eigentlich fast nur dieser Teil da links sein, ne? Also hier rechts wird es wahrscheinlich kaum sein, also. Das Tor am Hafen? Ah ne, das habe ich gar nicht mehr gemacht, glaube ich. Das dauert leider immer ein bisschen, bis man das. Das war hier unten, ne? Hier, da. Ja, das können wir ja mal eben schnell erledigen. Wir müssen zwar dann erstmal durch die ganzen Gegner durch. Aber ach so, das. Ach, jetzt verstehe ich. Okay, man muss zu einem Bergungspunkt gehen, um dieses Viech zu holen. Ah, okay. Also das heißt, wir müssen hier jetzt irgendwie nach einem Bergungspunkt suchen. Ja gut, wir können ja den Weg jetzt nach vorne gehen, bis dieses Hafentor, also bis wir beim Hafentor sind. Vielleicht sehen wir auf dem Weg noch. Tut mir nichts, ich tu dir auch nichts. Und
Tochter möglichst schlecht, damit die Chance auf Monster war hoch. Ach, das kriege ich ganz alleine hin. Da muss ich mich nicht mal für verstellen. Junge, Junge, 82, 83. Ist einfach heftig, wie es hier einfach mal so ein Gebiet gibt, wo einfach solche Gegner rumlaufen. Und das Fiese ist, man muss halt einen riesen Umweg machen, weil diese Gegner da sind. So, wenn man hier lang muss, ist man Level 30. Ja, das fand ich auch ein bisschen irritierend, aber... Mich hat eigentlich in erster Linie gestört, dass das Kämpfen so langsam ist. Aber so mit dem angepassten Schwierigkeitsgrad kann man das ja einstellen, wie man lustig ist. Und selbst wenn man keinen Bock auf lange Kämpfe hat, dann stellt man die HP der Gegner runter und kann sich damit leichter machen. Okay, also möglichst schlecht, also einmal treffen muss ich, ne? Daneben. Okay, einmal habe ich getroffen. Das ist jetzt so ein halb getroffen. Ja, das ist auch, wenn du im ersten Startgebiet bist, dann wirst du erstmal von diesem 85er Gorilla umgerannt. Das ist ja... sonst kommen immer Gegner, wenn ich tauchen gehe, ne? Okay, mach halt nichts mehr. Ja genau, Newt, jetzt legst du auch noch einen dazu. Das war mir gar nicht bewusst, dass Newt noch das Ganze boosten kann. Ich habe es gerade auch nicht gesehen, was für eine Fähigkeit es eigentlich ist, die man da bekommt, die man da benutzt. Bergungstechnik, ah ja. Und nochmal. Ah, aber hier steht es. Am Ödland von Shansak. Aber mal ganz ehrlich, wie hätte man das denn so finden sollen? Ist das Zufall, dass du sowas findest? Oder steht das auf der Karte? Also Bergungspunkte stehen auf der Karte, da bin ich mir relativ sicher. Aber sogar mit dem Namen... Ja, ist irgendwie tröstet ein bisschen. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie Silberzylinder schmeißen, oder? Ich meine, ich habe jetzt noch ein paar Zylinder, aber ich schaff's. Fast. Ah! Ah ne, es ist nur, weil der neue Tag angebrochen ist. Doch, da ist er! Also sich enthalten war auf jeden Fall keine so gute Idee. Ja, so. Ich habe jetzt kein Element da, womit ich jetzt ein Siegel machen könnte, ne? Aber. Müssen die anderen nicht langsam auch wieder können? Ist mir jetzt auch egal. Ich
Also ich hätte jetzt nicht im Kopf gehabt, dass keiner Windelement hat. Also Eis, da hätte ich schon gedacht, dass da keiner ist, aber Wind war ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, immer dieses am Rand kämpfen und dann plötzlich sind sie tot. Mal wie da die an den Rand gehen. Besonders am Ende, wo man an der Treppe, wo man da kämpft. Da sind mir die so oft beim Autokampf einfach runtergefallen. Also eigentlich selbst außerhalb des Autokampfs. Die werfen dich um und du landest plötzlich unten. Totaler Scheiß ist das. Ist er runtergefallen. Ja, gut. Glückskernkristall. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass hinter dieser Info sowas Wichtiges steckt. So, was ist denn das für eine Klinge? Wer macht denn hier, also wer ist denn am sinnvollsten dafür? Also weil, ich würde sagen, halt Rex hat eigentlich schon genug Auswahl für seine Klingen. Also eigentlich entweder Nia oder Morak. Ja gut, aber man muss halt schon wissen, dass es halt auf die Art funktioniert. Naja, gut, danke. Ja, jetzt wenn man es weiß, dann ist es nicht so abwegig, ne? Was ist denn die Klinge jetzt für einen? Ist das Heilung oder was? Weil ich glaube, selbst egal was es ist, ich glaube, es wäre generell eigentlich ganz gut, wenn Morak noch ein paar bekommt. So ein paar Transferprotokolle habe ich zur Not auch noch da. Habt ihr nicht geskillt? Ach, egal. Wir machen das mit Morak. Die ist cool. Abwehr! Mensch, da sind wir doch genau richtig. Dann können wir Newt mal rausschmeißen hier, weil zweites Feuerelement ist irgendwie shit. Was hatten die? Achso, es ist dieses Dunkelelement, ne? Da müssen wir eigentlich Percival irgendwann mal rauswerfen. Hier, guck mal, dann haben wir auch Eiselement, wenn wir Godfrey dazu holen. Achso, Godfrey ist noch unterwegs. Okay, dann müssen wir das später machen. Aber wir können ja in der Zwischenzeit schon mal Cassandra vielleicht so ein bisschen aufmotzen. Also zumindest so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Wir müssen irgendwie
Angriff auf ein einigermaßen brauchbares Level kriegen. Hier, den nehmen wir. Es bringt halt nichts, wenn sie keinen Schaden macht, ne? Achso, der ist unterwegs, da können wir das noch nicht. Okay, dann... Ja, das ist doch gut. Alles klar. Wunderbar. Dann, okay, das war der Trip. Ist das jetzt eigentlich mit dem, mit der Info? Taucht die hier jetzt noch auf, oder? Okay, nee, sie... Das ist einfach so eine von vielen. Also theoretisch könnte man hier... Achso, das sind... Das waren die Sachen, die war für die Quest. Also da muss man schon echt ein bisschen überlegen, welche man schon abgehandelt hat und welche nicht, ne? Infos werden nicht verbraucht. Ja, aber dass man sie wenigstens markieren kann, dass das, was damit zu tun hat, dass es abgehakt ist. Das wäre halt irgendwie gut. Aber... Jetzt weiß ich auch, was mich an dieser Info gestört hat. Es ist nicht so offensichtlich, dass da eine Klinge bei rauskommt, weil man denken könnte, okay, vielleicht braucht man für irgendeine Quest diesen Vielfraß Morlin. Und muss den halt irgendwie finden und dann kann man mit der Quest halt, also kann man mit dieser Info, so, abgeschlossen. Na egal. Also ich hätte halt gedacht, dass man durch diese... Ja, ja, eben, es wäre schon hilfreich gewesen, wenn man irgendwie wüsste, um was es da überhaupt geht. So, was man da eigentlich sucht. Also ob das wirklich was ist, womit man was anfangen kann. Oder ob es einem eigentlich egal sein müsste. Oder ob das halt einfach nur irgendwie... Wir waren ja hier vorne. Ja, also... Ja, halt, ob es irgendwas Wichtiges ist. Irgendwas, was man für eine Quest braucht. Vielleicht muss man ja für irgendeine Quest den killen, damit man irgendein Item bekommt. Das weiß man ja in dem Moment alles gar nicht. Okay. Die gefällt mir vom Stil her total gut. Ich fände es toll, wenn Morak die öfter benutzen würde. Das ist ja eine Info, die du direkt kaufst. Also kann man ja wohl da irgendwie davon ausgehen, dass dem der Spieler direkt nachgeht. Ja, das würde ich auch annehmen, aber woher soll ich das denn wissen, wo ich hin muss? Also, Ödland von Shansak, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Also einfach überhaupt gar nicht. Ich habe auf der Karte gesehen, dass hier noch... Oh. Bei diesen Söldner-Dingern drücke ich einfach weiter. Das ist... Aber es ist halt so, ja, okay, man hat hier halt einen Bergungspunkt gefunden. Man hat sie halt auf der Karte. Ja, hol dir mal was zu trinken. Kannst du mir was mitbringen? Ja, man hat die halt auf der Karte, dann aber findet man das dann auch wieder? So, es ist ja direkt die Reise und wenn ich jetzt hier X drücke, dann geht die Karte auf. Und dann kann man hier auch diese Schnellreise-Sammelpunkte und sowas ein- und ausblenden. Aber... Irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass es wirklich so hilfreich ist. Okay, also hier direkt nach Norden soll auch noch ein Gespräch sein. Ach, hier oben. Das ist bitter. Aber die kriegen wir weg, oder? Also bis zum Windelement sind wir ja eben gar nicht gekommen, aber wir werden doch wohl ein bisschen Feuer zusammenkriegen hier.
So, hier, Obrona kann ja so lange erstmal weg. Nein. Ja, es kommt halt echt auch voll drauf an, was du für ein Glück hast beim Klingenrollen. Ne? Und natürlich auch, welche Klingen du bekommst. Ne? Also, kannst halt auch viele seltene Klingen haben, aber trotzdem kein Feuerelement. Also, wie ist denn das eigentlich mit Closet? Guck mal, die ist Feuer, hat aber kein Feuerelement. So, sortieren wir Minus. Feuerelement. Wir haben zum Glück noch ein bisschen was. So, der hat mit Sicherheit auch kein Feuerelement. Also, nochmal Feuerelement. Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich schon... Ist beeinflussbar, welches Element die Klingen haben. Okay. Hat das was mit diesen, was, wir haben gar kein Windelement gerade? Okay. Hat das was mit den, hier mit diesen Modifikatoren da zu tun? Hier, Mut und sowas? Ja, die Tugenden, genau, die Tugenden. Ach, das heißt, wenn ich dem die richtige Tugend mitgebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich eine Klinge mit dem und dem Element kriege. Vielleicht kann man dann auch ein bisschen dem Glück auf die Sprünge helfen, wenn man jetzt irgendwas Bestimmtes sucht. Also irgendeine bestimmte Klinge haben möchte. So, Windelement braucht man noch. Okay, haben wir tatsächlich einen. Wie viel hat er denn? Na, Stufe 1. Zwei bräuchten wir noch. Oh Mann, das ist doch wieder so ein Schachern. Okay, aber die haben hier alle kein Feuerelement oder Windelement. Okay, also Rock hat auf jeden Fall Windelement, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Guck mal hier, Stufe 1. Wenn es auch nur Stufe 1 ist. So, und dann, Finch? Nee, aber dafür hat er Spatzenhirn. Das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit. Windelement. So. Oh, hier haben wir einen mit Stufe 2. Warum wir gar nicht mein Bild so komplett auseinanderreißen hier. So, jetzt. Also da, ehrlich gesagt, ist das wirklich eine Sache, die mich sehr, sehr stört. Dieses Hin und Her mit den Klingen. Du kannst ja nicht mal Klingenbilder oder sowas anbringen. Und wenn du, was ich mir wünschen würde, wäre, wenn du solche Fähigkeiten anwendest, dass du dann, was weiß ich, vier Klingen einsetzen darfst und du musst aus deinem ganzen Kompendium vier Klingen zusammenschmeißen, die dann auf diese Werte kommen. Oder wenn man das mit ein kleines Rätsel macht, wie diese, hier, wie war es bei den Daedalic-Spielen haben, Rohrverbindungssysteme oder irgendwie sowas, dass du versuchst, die Klingen irgendwie zu bündeln, um dann eine bestimmte Fähigkeit hochzukriegen. Das hätte mir besser gefallen, als jedes Mal mein komplettes Kampfbild auseinanderzureißen, nur um jetzt die Elemente für dieses Hindernis wieder zusammenzukriegen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie war es denn vorher. Okay, immerhin kann man die man gerne benutzt, zu Gold markieren. Das ist ja schon mal was. Das können wir eigentlich hier auch gleich nochmal machen. Also Shiba können wir eigentlich auch mal markieren. Ging das denn nochmal? Favorit. So. Aber es ist halt trotzdem irgendwie... Naja... verhältnismäßig ungeil. Ja, das ist es halt. Warum sollte man nicht einfach alle Fähigkeiten aller Klingen kriegen? Aber wahrscheinlich ist dann das Problem, wenn du... Wow. Also, wenn du dann alle Klingen auf einmal benutzen kannst, dann hast du zu viele auf einmal. Du kannst ja ganz, ganz viele Klingen haben, aber du bist ja begrenzt auf 9 Slots. Du zwangsläufig kann jeder der Klingenmeister ja nur 3 Klingen einsetzen. Und von daher ist die Fähigkeit, wenn du, was sich Erdelement 5 und Superkräfte 5 brauchst, ist ja dann
die Verteidigung muss das schaffen mit 9 Klingen. Aber ich kann das schon, also das soll schon limitieren, das kann ich schon verstehen, aber dass man dann nicht wenigstens so ein extra Menü dafür hat und dann einfach sagen kann, okay, du hast jetzt für den 3 Slots, für den 3 Slots, für den 3 Slots und jetzt such dir mal die Klingen raus, die das jetzt machen sollen und entweder es reicht oder es reicht halt nicht. Aber dann immer das komplette Bild umzubauen, das ist doch scheiße. Ja, eben, man kann ja auch da ein Minispiel draus machen und dann die Schwierigkeit anpassen. Das klingt so falsch. レックスのことは、そうじゃな。やんちゃというか、腕っぽな子供じゃったな。力もないくせに正義感が強くて、近所のいじめっ子を相手に喧嘩ばっかりしとった。そうだったかな。子供の頃から元気いっぱいだったんですね。 jetzt wird's peinlich. Ah, was soll ich machen? Ah, ich hab nichts zu verbergen. モンスターに襲われて、いや、それは。おもらし。かっこ悪いな。ガキの頃の話だろ。もうしてないよ。じっちゃんも、その話はやめてくれよ。へえ、いいじゃん。聞かせてくれよ。Natürlich. Ja. じゃあ、別の話ならいいですよね。ねえ、もっと話し話がいいのか。あ、おや。よくないよ。ホムラも何聞いてるのさ。え?だってレックスのこといっぱい知りたいですし。そうだな。ドライバーとブレードはお互いのことよく知っておかなきゃな。この件については知らなくてもいい。いい加減にしてくれよ。 Okay, dann weiter im Text. Nichts zu verbergen, ja. Ich hab gedacht, das wäre eine gute Antwortmöglichkeit. Was ist mit dem Baum hier? Der steht hier. Äußerst dekorativ. Ah ne, hier geht's ja gar nicht weiter. Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt. Guck mal, wie sich der Radar bewegt. Also, wo ich hinlaufen muss. Ich habe so eine vage Richtung nur. Ich kann eigentlich nur loslaufen und gucken, ob der Counter runtergeht. Das habe ich halt irgendwie in anderen Spielen schon besser gesehen. Welches war denn das? Wo ich das letztens erst gesehen habe, wo ich gedacht habe, hey, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Hier bei Dingens, hier bei Batman habe ich das doch letztens auch gehabt. Der schickt dich dann auch erstmal hier auf diesen Weg und dann musst du dann halt dem Weg folgen.
Das kannst den linken Stick drücken, dann kriegst du eine Größe. Achso, ja, das habe ich zwischendurch auch schon mal gemacht, aber ich finde eigentlich den Ausschnitt ganz gut. Ich finde das immer, also auch zum Zugucken, ich finde das echt unangenehm, dieses Bild. Also dann bleibe ich lieber bei dem kleinen Ausschnitt. Aber hier, wenn du das schon ein bisschen weiter gebohrt hast, weißt du, wie dieses mit Shiba funktioniert? Weil Shiba ist ja. Hier. Genau. Hast du schon die Zirpen Grille? Also erstmal moin, Alex. Und ich bin mir eigentlich sicher, ich bin auf dem besten Weg, die Zirpene Grille zu finden. Wir suchen noch. Aber, hier, Higo, hast du schon rausgefunden, wie das mit Shiba geht, dass man mit ihr Geld generiert? Oh, Hildibrand. Na gut, nicht ganz. Oh. カメって言うよりはすっぽんだもん。今日の用向きはチートバが必要。なんだよ、用って。ボンの実力を確かめよう思ってな。わざわざ3日もここで待っとったんや。3日もってバカじゃないの?っていうか、あんたがまず実力を見せなさいよ。ええで? Ja, Pandoria, ja, stimmt. Die ist toll. Ich mag die. Die ist einfach auch echt liebenswert, ne? Und sieht niedlich aus. Die Pose. Der Sekenator. Ah, Morak enthält sich. Na gut. So. Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen danach sucht, wird man relativ viele Kritikpunkte in diesem Spiel finden. Hahaha.
Okay, also, jetzt machen wir es andersrum. Wir schieben jetzt Feuer an. Setzen Feuer drauf. Aber ich muss näher ran, sonst bringt das nichts. Okay, jetzt sind wir bei Feuer. Wir setzen jetzt nochmal Licht drauf, ne? Dann müssten wir jetzt unseren zweiten Kristall haben. Machen wir mal Erde und gucken nach, was dann passiert. Okay, also Feuer können wir drauflegen. Puh, da ist Tora beinahe gerippt gerade. Okay, also er kann noch mal was hinterherziehen. Okay. Okay, also Epi, so. Okay, das war jetzt wieder taktisch unklug. Ich glaube, wir haben gerade keinen Wind dabei. Aber ist ja egal, der Kampf ist ja gleich vorbei. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn er kurz vorm Limit ist, damit wir auch ein bisschen was rausholen, ne? Wir wollen ja einen Overkill machen. So, das heißt, jetzt machen wir unsere Angriffskette. Okay, jetzt müssen wir erstmal die Erde crashen. So. Achso, stimmt, die kann man ja unabhängig voneinander crashen. Das war richtig fail. Na egal. Passiert. Ja, ich habe die Elemente einfach noch gar nicht im Kopf, welche effektiv gegen was sind. Vielleicht ist es besser, immer erstmal das gleiche Element zu machen, damit man wirklich den Break hat, ne? まだ使うとらんやろ天の聖杯の力光の力は悪いやつにしか使わない何言うてんねんわいは善人やとでも言いたいんか違うのかいなかなか言うやないけボン さすがは天の聖杯のドライバーや。よろしいですか、ジークさま。ああ、合格や。こいつやったら法王庁に入っても問題起こさんやろ。あんた、一体ここ何年かは法王庁に厄介になっとる。まあ、特使みたいなもんやな。天の聖杯が目覚めたって聞いてもうたんでな。見定める役を買って出たってわけや。 すまんかったな。何度も試させてもろて。ほんまは一回で済ませたかったんやけどな。なんせうちの王子様めっちゃ運が悪うてな。ああ、なんとなくわかる。何言うとんねん。あれはたまたまやろがたまたま。なんでやねん。 Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ach, Pandoria ist echt liebenswert, ne? Ist toll.
Beste Ladezeiten, ne? Man erkennt schon immer an den langen Ladezeiten, dass jetzt gerade noch irgendein Schwenk kommen muss oder irgendwas Größeres. So ein bisschen mürrisch ist. Ja, die Musik ist passend, ne? Allgemein ist die Musik eigentlich ganz gut. Was mich ein bisschen stört, ist dieses, dass sie immer ihre Kampftechniken im Kampf dann sagen müssen. Das nervt ein bisschen. Vielleicht hast du das ja auch schon gefunden, wie man das rauskriegt. Also, ich fände es super, wenn man das einfach ausstellen könnte. Ja, das ist scheiße. Super leid, aber mir gefällt es halt gar nicht. Ja, das Zelt war klasse. Also, hat alles gut funktioniert. Ich würde sagen, war ein Erfolg. Wir hatten nur Pech beim Wetter. Also das Wetter war überhaupt nicht auf unserer Seite. Schon mal im Aufbau hat es geregnet. Es war einfach durchgehend verregnet. Es war Scheißwetter, aber die Laune war gut. Wir haben uns das nicht vermiesen lassen. Also von daher. Ach guck mal, und Ember kann es bestätigen, weil er war nämlich dabei. Und ich war ganz, ganz froh, dass ich noch so ein Ersatzzelt organisiert habe. Ich habe eigentlich noch so ein Notzelt, weil ich habe es ja organisiert, das Zelten. Und ich habe mir gedacht, es macht auf jeden Fall Sinn, nochmal ein Zusatzzelt parat zu haben. Und es war am Ende auch gut so. Okay, nee, das kann ich erst, das muss ich erst später machen. Hier, da kommen wir noch nicht weiter. Ja, dann haben wir am Ende das Zelt zum Pennen benutzt und das war schon gut. Es war groß und geräumig. Es ist schade, dass ihr jetzt reinkommt, jetzt wo wir eigentlich schon... Also eigentlich, sag ich mal, normalerweise peile ich immer so bis 23 Uhr an. So ein kleines bisschen länger können wir noch machen. Ich habe noch viel aufzuholen hier. Ich komme hier überall nicht weiter. Ja, ach ja, genau. Hier, Higo, das was ich meinte, war von Shiba diesen... hier, das hier. Chance durch Treffer Gold zu erbeuten. Das ist, weil damit müsste man eigentlich mehr Gold generieren. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, also wie das arbeitet. Muss sie treffen? Müssen es irgendwelche speziellen Skills geben? Oh, vielleicht sollten wir... Nee, 150 bräuchten wir dafür. Vielleicht sollten wir langsam mal auch die Stufe erhöhen. Na gut, das ist ja alles ganz schnell erhöht. Es geht ja fix hier. Dafür muss man es einfach im Kampf ein paar Mal benutzen. Weber schaut YouTube? Aha. Das gibt eine bestimmte Menge Gold in Läden aus. Okay, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Was hat man davon? Erhöht Angriffskraft durch Einsammeln im Kampf. Ach so, wenn man beim Kämpfen Geld einsammelt, wird man stärker. Aha, na gut. Ja, das ist eigentlich auch schnell gemacht. Ach, man kann ja den Stream im Nachhinein noch sehen und es wird noch nicht der letzte sein, wir werden ja weitermachen. Jeder, das ist ein Golf, wenn ein Angriff von Shiba trifft, würde ich sagen. Ja, so in der Art habe ich es halt auch verstanden, kann es aber nicht bestätigen.
Also irgendwie scheinen in den Kämpfen die Kämpfe scheinen durch Shiba nicht irgendwie. Also ich hätte auch gedacht, so wenn man halt die Gegner trifft, dass man dann mit 60%iger Wahrscheinlichkeit irgendwie Gold liegen bleibt. Aber ich kann es jetzt irgendwie noch nicht so richtig bestätigen. Jetzt alles durchforstet. Wenn wir gleich jetzt zwei Stufen hochgehen, dann haben wir ja schon wieder das nächste Video. Ich will halt auch irgendwie ein bisschen was anderes machen als Videos gucken die ganze Zeit. Ja, die Schlüssel. Ja, aber ich hab. Aber gerade weil sie teuer sind, bilde ich mir halt ein, dass sie bestimmt auch irgendwie ihren Gegenwert haben. Also, die reine Kampfkraft von Shiba ist nicht besonders gut. Aber dann wird sie doch andere Vorzüge haben. Und gerade wenn das Thema Geld ist, könnte ich mir vorstellen, dass es so eine Art Investition ist. Dass das, was du reinsteckst, das auch dem entgegensteht. Die waren schon da unten und jetzt gucken sie darauf runter. Ja, also ich würde jedenfalls davon ausgehen, dass Shiba schon irgendeinen Gegenwert hat. Wie weit bist du so im Spiel? Ungefähr bei der Hälfte? Nee, ich glaube, wir sind jetzt in Kapitel 5, glaube ich. Und ich glaube, es war MA-Erzähler liegt Facho-Weltjoint deinen Kanal. Das kann nur Ember sein. Das klingt ein bisschen nach Ember. Hallo. Ja, die Hälfte kommt hin. 11 Kapitel. Ja, dann sind wir etwa bei der Hälfte. Und die Kapitel am Ende gehen sehr viel schneller durch als die ersten. Also Kapitel 2, 3 und 4, die haben sich relativ lang gezogen. Die anderen, wenn man sich nicht lange aufhält, sind sie sehr schnell durch. Aber viele Videos, ne? そんなんじゃないよ。そんなんとは。スペルビアのアルス。もう長くないのは誰だってわかる。だからなんだろう。グーラに駐留してるのは我々の人口はインビディアより多い。だけどそれを維持するための資源は圧倒的に足りない。その年にしては聡明だな。サルベージャーしながらいろいろ見てきてるからね。 理想だけじゃ。ハロー、ハタメ。いや、またです。それで楽園か。ダメかい?いや。ただ、そこに関しては年相応だな。 Hatte eben so ein bisschen Probleme mit dem Push to Talk und meine Tastatur nicht funktioniert. Ach so, ja, die könnte helfen dafür. Jetzt benutze ich gerade die Taste von meinem Droppad und bin froh, dass das jetzt doch noch funktioniert. Yay! Du bist gerade relativ laut, ich muss mal kurz die Lautstärke anpassen. Dass du nicht das Spiel so überschallst. So, das sollte jetzt eigentlich besser. Sorry. Nee, das kann ich auch noch einstellen hier, aber. Nee, das ist ja kein Problem, habe ich eben schnell korrigiert. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier noch mal ein kleines bisschen um und dann gucken wir mal. Irgendwann muss ja auch mal Feierabend sein. Oh, Reisepunkt. Ich hatte gerade eigentlich die Hoffnung, dass ich ein bisschen länger im Team bleiben kann, aber mein Freund wartet jetzt auch noch und wird mal noch hochnehmen. Der war doch eher da, als ich gedacht habe. Oh ja, kommt, läuft halt nicht immer wie geplant, ne? Haben wir beim Zelten deutlich gemerkt.
Ja, es ist aber trotzdem schön. Ja, das da. Also ich fand, also mir hat's auch Spaß gemacht. Okay, wir sind jetzt auf der richtigen Höhe für das nächste Video. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Wir haben genug Videos gehabt. Wir starten beim nächsten Mal bei diesem Video. Dann brauchen wir nicht lange suchen, wo es jetzt weitergeht. Wir sind bei. Jetzt nochmal. Bei exakt 100 Stunden. okay, dann machen wir an der Stelle jetzt Feierabend. So. Und ja, ich danke allen, die zugeschaut haben. Eine schöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche ist eine kleine Pause, weil ich bin unterwegs. Und ja, dann vielleicht am Dienstag noch, aber das soll jetzt nicht offiziell angekündigt sein. Es kann sein, dass es klappt. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Aber nächste Woche bin ich halt den Großteil nicht da. Deswegen wird da nichts von mir kommen sonst. Gut, dann ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.